Eine Vielzahl Arten von Hunden in der Welt. This Irish textbook calls it divergent evolution. Und dieses Schulbuch nennt dieses Phänomen divergierende Evolution. Oh, don't give it a fancy name. It's still a dog. Gib ihm nicht so einen komplizierten Fantasienamen. Es ist immer noch ein Hund. It's not divergent evolution. Es ist nicht divergierende Evolution. It's exactly what God predicted. Es ist genau das, was Gott vorhergesagt hat. They bring forth after their kind. Sie bringen hervor nach ihrer Art. This Mexican textbook says the horse and the zebra have a common ancestor. Dieses mexikanische Schulbuch sagt, das Zebra und das Pferd haben einen gemeinsamen Vorfahren. I agree. Und da stimme ich überein. It looked like a horse. Es sieht aus wie ein Pferd. Four-wheel drive. Vierradantrieb. Genuine leather upholstery. Echtes Lederpolster. Just like a horse. Wie ein Pferd. There are some big horses and little horses today. Es gibt heutzutage kleine und große Pferde. Here's the world's smallest horse visiting our museum. Hier ist das kleinste Pferd, das unser Museum besucht. It is useless. Es ist absolut nutzlos. It won't bark. Es wird nicht bellen. You can't ride it. Du kannst es nicht reiten. My granddaughter could ride it. Meine Enkelin kann es reiten. Horses, zebras and asses can be crossbred. Also Pferde, Zebras und Esel kann man kreuzen. They have competition in California. Sie haben Wettbewerbe in Kalifornien. To see who can get the strangest animal. Wer bringt das seltsamste Tier hervor? They get zorses, zonkies, zionis, zedonks and zebras. Sie haben das Zwerg, den Zesel, das Zioni, den Zebesel und das Zebra. They crossbreed many different ways. Sie versuchen es auf verschiedene Arten zu kreuzen. Here are zebroids. Man sieht hier Zebroide. In the last 100 years, the Kentucky Derby has had an average winning speed drop from 127 to 123. Und das im Kentucky Derby gab es in den 100 letzten Jahren unterschiedliche Durchschnittsgeschwindigkeiten von 127 Sekunden. Bis auf 123 Sekunden war die Durchschnittsgewinnerzeit. They have had some good times turned in the past. Sie hatten ein paar sehr gute Zeiten in der Vergangenheit. How much money do you think has been spent trying to get faster horses to win the Kentucky Derby? Was denkst du, wie viel Geld wurde hier eingesetzt, um schnellere Pferde zu züchten, die am Kentucky Derby gewinnen? How much careful selective breeding has been done? Wie viel sorgfältiges Züchten war nötig? Like millions of dollars. Ich denke, Millionen von Dollar wurden hier eingesetzt. I don't know if they reached the limit or not. Ich bin nicht sicher, ob sie das Limit oder die Grenze erreicht haben. I think they're probably getting close. Ich denke, sie kommen sehr nahe dran. If you really want to win this race, wenn du wirklich dieses Rennen gewinnen willst, why don't you grow wings on your horse and fly around the track in 10 seconds? Warum züchtest du nicht Flügel an die Pferde und gewinnst in ein paar Sekunden dieses Rennen? The point is, there are limits. Der Punkt ist, es gibt Begrenzungen. The evolutionist does not seem to understand this. Aber der Evolutionist scheint das nicht zu verstehen. Probably the cows had a common ancestor. Wahrscheinlich hatten die Kühe einen gemeinsamen Vorfahren. It was a cow. Und es war eine Kuh. There's a magazine to order chickens. Es gibt ein Magazin, bei dem man Hühner bestellen kann. There are 20 varieties of chickens you can order. Es gibt dort 20 verschiedene Arten von Hühnern zum Bestellen. But it says, jungle fowl are the original bird from which all varieties of chickens are derived. Und hier gibt es den roten Dschungelhahn, von dem alle anderen Varianten abgeleitet wurden. All of the chickens had a common ancestor. Alle diese Hühner hatten einen gemeinsamen Vorfahren. And guess what it was? Nun rate mal, was es war. A chicken. Ein Huhn. There are 8 kinds of bears in the world. Es gibt 8 verschiedene Bärenarten in der Welt. They might have had a common ancestor. Und sie haben wahrscheinlich einen gemeinsamen Vorfahren. A bear. Ein Bär. Broccoli, cauliflower and cabbage all came from a common root. Broccoli, Spinat und Cauliflower, weiß ich nicht was. Blumenkohl haben alle einen gemeinsamen Vorfahren. It was a plant. Das war eine Pflanze. That's not evolution. Das ist nicht Evolution. This is an English walnut tree grafted onto the stump of a black walnut tree. Und hier gibt es einen Walnussbaum, der auf den Stamm eines schwarzen Walnussbaums aufgepfropft wurde. There are millions of these in California. Es gibt Millionen von diesen in Kalifornien. The English walnut tree has better fruit, better nuts. Der englische Walnussbaum liefert bessere Nüsse. But the root system rots easily. Aber das Wurzelsystem verfault sehr schnell.
The black walnut root system is very good. Und das Wurzelsystem des schwarzen Walnussbaums ist sehr gut. But the nut is hard to crack and does not taste as good. Aber die Nuss ist sehr schwer zu knacken und schmeckt auch nicht besonders gut. So they graft them together. So haben sie sich einfach zusammengepfropft. That's because they are the same kind. Das geht deswegen, weil sie von derselben Art sind. You could never grow this tree on the back of a turtle. Du kriegst diesen Baum nie zum Wachsen auf dem Rücken einer Schildkröte. The Bible says they bring forth after their kind. Die Bibel sagt, sie bringen ihre Nachfahren vor nach ihrer Art. There are no exceptions to that. Und es gibt keine Ausnahmen für diese Regel. God said that 10 times in the first chapter. Im ersten Kapitel in der Bibel sagt Gott das 10 Mal. I think he wants us to get the message. Ich denke, to get this message, to understand the meaning. Okay, ich möchte, dass ihr das wirklich versteht. James Hutton wrote a book and made people doubt the earth was 6,000 years old. Ein Mann namens Hutton schrieb ein Buch und ließ dadurch zweifelten Menschen die Tatsache an, dass die Erde 6,000 Jahre alt ist. Charles Lyell wrote a book and made people doubt the flood. Charles Lyell schrieb ein Buch und ließ Menschen an der Sintflut zweifeln. Charles Darwin wrote a book and made people doubt the Creator. Charles Darwin schrieb ein Buch und ließ die Menschen am Schöpfer zweifeln. And those same three teachings are still in textbooks today. Und alle drei dieser falschen Lehren stehen immer noch in den Schulbüchern heutzutage. We are still teaching students the earth is millions of years old. Wir bringen Schülern immer noch bei, die Erde ist Millionen von Jahren alt. We are still teaching them this uniformitarian idea. Und wir bringen ihnen immer noch diese uniformitarianistische Idee, dass die Gegenwart der Schlüssel zur Vergangenheit ist. That is what Lyell taught. Das ist, was Lyell lehrte. And we're still teaching them we got here by evolution. Und wir lehren ihnen, die Kinder, immer noch, dass wir hier sind ohne Gott. That is what Charles Darwin taught. Und das ist, was Charles Darwin lehrte. Hitler said, "Let me control the textbooks, I will control the state." Hitler sagte, lass mich die Lehrbücher oder Schulbücher kontrollieren und ich werde den Staat kontrollieren. Professor Wilson from Alabama said he was a born-again Christian. Professor Wilson aus Alabama sagte, ich bin ein wiedergeborener Christ. Go ahead and read this in German. Als ich 15 war, trat ich in der südlichen Baptistenkirche ein, mit großem Eifer und Interesse an der Religion der Fundamentalisten. Ich trat mit 17 aus, als ich an die Universität von Alabama kam und von der Evolutionstheorie hörte. His first year in college destroyed his faith in the Bible. Das erste Jahr im College zerstörte seinen Glauben an die Bibel. This happens to millions of students. Und das passiert Millionen von Schülern. Scott wrote me a letter. Scott schrieb mir einen Brief. He said, "No, you can read this in German here." Dr. Hovin, bis ich ins College ging, war mein Glaube an Gott gesund, aber mein Geschichtsunterricht am College hat dazu geführt, dass dieser Glaube zerstört wurde. Ich fing an, die Bibel, Gottes Wort, anzuzweifeln. Ich fing sogar an, daran zu zweifeln, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist und für meine Sünden starb und auferstand. Mein bester Freund zeigte mir ihre Videos und was ich sah, erfüllte mich mit Ehrfurcht. Alles, was ich dachte, über das Leben zu wissen, änderte sich. His college history class almost destroyed his faith. Der Geschichtsunterricht in seinem College zerstörte fast seinen Glauben. This happens every day. Das passiert jeden Tag. 75% of children raised in Christian homes who go to public school reject the Christian faith after one year of college. 75 aller Kinder aus christlichen Elternhäusern, die öffentliche Schulen besuchen, werden einfach in ihrem Glauben verzweifeln im ersten Jahr. I think the creation ministry is the greatest ministry in the world today. Und ich denke, der Schöpfungsdienst ist der größte Dienst heutzutage in der Welt. This is the message this world needs. Das ist die Botschaft, die diese Welt braucht. There are two great sermons in the book of Acts. Es gibt in Apostelgeschichte zwei große Predigten. In Acts chapter 2, Peter was preaching to the Jews. In Apostelgeschichte 2 predigt Petrus den Juden. He quoted many scriptures. Und er zitierte sehr viele Bibelstellen. The Jews are familiar with scriptures. Und die Juden waren sehr vertraut mit der Bibel. That is how you must reach them. Und deswegen muss man sie auf diese Art erreichen. In Acts chapter 17. Und im nächsten Kapitel 17. Paul was preaching on Mars Hill. Predigte Paul auf dem Marshügel in Athen. He did not quote one scripture. Aber er hat nicht eine einzige Bibelstelle zitiert. An entire sermon with no Bible verses. In der ganzen Predigt gab es keine Bibelstellen. He said, "I want to talk to you about the unknown God." Er sagte zu den Athenern, ich möchte mit euch über den unbekannten Gott reden. He said, "God that made the world." Er sagte, Gott, der die Welt gemacht hat. He started with creation. Er fing an mit der Schöpfung. I think we need to reach people starting with the creation message.
Wenn du Leute erreichen willst, dann musst du mit der Schöpfungsgeschichte anfangen. If God is the creator, wenn Gott der Schöpfer ist, he is the owner. Dann gehört ihm die Schöpfung auch. Our job is to find out what he wants. Und wir sollen herausfinden, was er möchte. And do what he says. Und einfach tun, was er sagt. He owns this place. Ihm gehört dieser Ort. He makes the rules. Er macht die Regeln. Whether you like it or not. Ob du das magst oder nicht. There are some people who don't like God telling them what to do. Es gibt Leute, die mögen es nicht, dass Gott ihnen vorschreibt, was sie tun sollen. Satan warned us, or the Bible warned us these people would come. Und die Bibel hat uns vor diesen Leuten gewarnt. Paul said to Timothy, be careful about science that is falsely so called. Und die Bibel sagt hier, O Timotheus, bewahre das dir anvertraute Gut, indem du ungöttlichen und eitlen Reden und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Wissenschaft vermeidest. Evolution is not science. Evolution ist nicht Wissenschaft. It's a religion. Es ist eine Religion. It's a substitute for Christianity. Es ist ein Ersatz für das Christentum. There are probably thousands of people within a few miles of here who believe in evolution. Und es gibt im Umkreis von vielen tausend Kilometern Leute, die an Evolution glauben. Everyone thinks the mission field is across the ocean. Und jeder denkt, das Missionsfeld ist irgendwo hinter dem Ozean. No, it's across the street. Nein, es ist über der Straße. There's somebody you can reach with the creation story. Und es gibt jemand, den du mit der Schöpfungsgeschichte erreichen kannst. We have found that spreading the message of creation is a great evangelistic tool. Und wir haben herausgefunden, wenn man die Schöpfungsgeschichte verbreitet, hat man ein sehr gutes evangelistisches Werkzeug. And you could get involved in this. Und du kannst hier auch mitmachen. You say, oh, I don't understand carbon dating. Oh nein, ich habe keine Ahnung von C14-Methode. Okay, then help the 10-year-olds understand creation. Okay, egal, dann hilft den 10-Jährigen die Schöpfung zu verstehen. They never ask about carbon dating. Sie stellen nie Fragen über C14-Methode. Everybody can reach somebody. Jeder kann irgendjemand erreichen. There's somebody who will listen to you today. Und es wird irgendjemand geben, der auch heute zuhört. You can get our materials and make copies. Und du kannst unser Material bekommen und es kopieren. People will sit home and watch a video that you will never get to come to church. Und Leute werden ein Video angucken zu Hause, aber das sind genau die Leute, die nie in die Gemeinde kommen würden. Especially men. Vor allem Männer. If they're sitting at home holding the remote. Und wenn die Männer zu Hause sitzen, ihre Fernbedienung halten. This feeling of power surges through their body. Und durchströmt sie ein Gefühl der Macht. How many know what I'm talking about? Wie viele wissen, was das bedeutet? Yes. Give them a videotape to watch. Gib ihnen ein Video, das sie anschauen können. It is amazing how many will get saved. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Leute gerettet werden. If you're here today and you're not sure you're a Christian, wenn du heute hier bist und